Leute, es wäre Zeit für Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Letztes Mal haben wir unsere Suche nach einigen Secrets gestartet. Ich weiß unter anderem jetzt auch, wo es ein sehr interessantes Secret gibt. Und das ganz Wichtigste ist, ich weiß, wo es weitergeht. Aber erstmal will ich hier rüber, weil hier drüben konnte ich meinen Köcher noch erweitern. Und danach zeige ich euch mal, wo wir dann ansonsten... Oh nein, schon wieder die Viecher. Von der Story hin müssen. Es war nämlich gut, dass wir... Oh. Diesen Typ aus einer Wolke besiegt haben, weil... kriegst mich nicht. Ohne diesen Portsturm kommen wir nicht zu einem ganz bestimmten Feenfeld. Und diese Fee gibt uns etwas, mit der wir nicht nur zur bei der Eisinsel weiterkommen, sondern auch östlich von Port Monet zu einem Vulkan. Dort soll sich wohl etwas befinden, was uns weiterhilft. Ja, ich habe mich schlau gemacht. Also vielen Dank schon mal an alle, die mir geholfen haben. Mit nützlichen Tipps und Co. Na, wie weit ist es noch? Ja, wir sind gleich da. Da drüben ist schon unser Ziel. Die kleine Insel dahinten. Ich traue diesen Fischen nicht. Aber wisst ihr was? Ich beschleunige jetzt mal das Ganze. So. Mehr Wind und auf geht's. So. Übrigens, ich habe mich entschlossen, erst den südlichen Tempel zu machen. Es ist egal eigentlich, mit welchem Tempel man anfängt. Man kann im Norden anfangen, man kann im Süden anfangen. Fakt ist, man braucht zwei ganz wichtige Items, um die Tempel überhaupt betreten zu können. Aber das seht ihr dann noch alles zu seiner Zeit. Es wird schon wieder stürmisch. Außerdem wird hier wieder scharf geschossen. Ach, warte mal kurz. So, schon besser. Was ich euch zeigen wollte, hier gab es ein Secret. Und zwar konnte man hier seine Pfeile erweitern. Und zwar, wenn wir auf diesen... darauf gehen. Wir befinden uns jetzt hier auf der Karte, an diesem Punkt. Und da kommen wir zu einem Feenpunkt. Und diese Fee gibt etwas Schönes. Junge, der du Wind erwächst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Quest zu erleichtern. Blowing Powers. Oh, es ist ein größerer Köcher. Jetzt können wir mindestens 60 Pfeile mit uns tragen. Die Feen dieser Quelle werden gerne all deine Wunden heilen. Sollst du erschöpft vom Kampfe sein, starte uns wieder einen Besuch ab. So, unser Köchermaximum ist jetzt maximiert worden etwas. Und jetzt gehen wir mal nach Port Monet. Denn von dort aus soll es wohl questmäßig in östlicher Richtung weitergehen. Das machen wir ganz einfach. Und zwar porten wir uns dahin. Musik.
Auf nach Portemonnaie. So, schon mal zur Info, wir müssen Richtung Osten. Vorher aber, bevor wir nach Osten uns bewegen, brauchen wir noch etwas. Und das hat eine gute Fee nämlich für uns. Wir brauchen nämlich bessere Pfeile, um dahin zu kommen. Und dazu bewegen wir uns zu einem... Na, streng geheimen Ort. Nämlich zur Feeninsel. Ah, sorry, ich habe jetzt ganz vergessen, dass da noch was war. Wir mussten nämlich erst hier zur Feeninsel hinreisen. War die hier? Ich weiß nicht mehr genau. Gucken wir mal. Ja, hier war's. Cutscene. Kind. Kannst du den Wind kontrollieren? Beachtlich, dass du diesen Ort hier gefunden hast. Ich bin die Königin aller Feen. Na sowas, du erschrickst ja gar nicht, Kind. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kräfte spendieren. Die haben ihre Puppe in der Hand. Als wurden deinen Bogen aufgenommen. Jetzt kommen wir nämlich zwischen Feuer und Eisfallen und Tierswitchen. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon gesucht, wo die sind. Jetzt habe ich sie gefunden. Boah, du bist ein bisschen creepy, muss ich sagen. Aber cool. Die Eispfeile lassen selbst die letzten Flammen zu Eis erstarren. Die Feuerpfeile lassen selbst die stattlichste Eismassive zerschmelzen. Die Feen dieser Quelle werden all deine Wunden lindern. Bedien dich ruhig ihrer Kräfte. Kind, ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde. So, und jetzt können wir nämlich nach Portemonnaie. Nein, das habe ich jetzt falsch gespielt, Na, geht doch. So, auf nach Portemonnaie, weil von dort geht es östlicher Richtung weiter. Da soll nämlich so eine Art Vulkan sein, zu dem wir mit den Eispfeilen reinkommen. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Das ist der Sound von Portemonnaie. So, erstmal schön die Windrichtung. Oder muss ich ändern, die Windrichtung? Nein, muss ich nicht. Da oben ist auch ein Tempel, aber den will ich jetzt nicht besuchen. Ja, später. Thank you.
Wie gesagt, ich kann mich mit diesen Taktstapeln nicht anfreunden. Ihr seht, wie ich mich da anstelle. Ah, nein. So, Vulkan, Richtung Osten. Irgendwie sieht das geradezu aus wie ein Vulkan. Ja, es dauert manchmal ein bisschen etwas, bis man halt seinen Zielpunkt erreicht. Was ist halt nun mal hier bei Legend of Zelda The Wind Waker so? Kann man leider nicht beschleunigen, aber man kann unterwegs die schöne Landschaft betrachten, links und rechts. Da hinten muss dieser Tempel sein, den wir in späterer Zeit erreichen werden. Wir wollen aber erst zum südlichen Tempel. Und um da reinzukommen, brauchen wir die Kraftarmbänder. Weil eine Weise uns Hilfe braucht. Zwei Weisen, um genau zu sein. Und es regnet wieder. Ja, das sieht ganz aus wie ein Vulkan, was sich da nähert. Im dichten Nebel. Es geht voran. Boah, der wird ja immer größer. Moment mal, das ist doch... Das ist doch Draconia. Du sag bloß, der Tempel ist hier in Draconia. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich hier richtig bin. Weil es ist nämlich hier der einzige Vulkan, den ich kenne. In Draconia. Hier soll noch ein Tempel sein. That's very mystery. Mysterious. Ich muss sagen, es kann aber nicht schaden, immer vorbeizuschauen. Weil vielleicht gab es ja noch was, was wir noch nicht gefunden haben. Gehen wir einfach mal rein. Wie gesagt, es ist der einzige Vulkan weit und breit. Vielleicht wissen die ja was. Lange nicht mehr gesehen. Ist dir gut ergangen? Ja, mir geht's gut. Vielen Dank für alles. Hier ist ja alles normal. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich hier falsch bin. Zu Hause. Aber warte mal, wo ich hier bin, kann ich auch gleich den Typen seine Goldfedern geben. War es nicht der hier?
Goldfedern, Goldfedern. Haben wir zwei Stück. Okay. Hier hinten vielleicht irgendwas? Nee. Nee, Leute, ich muss gucken, weil... Keine Ahnung, ich glaube, ich bin hier falsch.